Für uns als IHK Lüneburg-Wolfsburg ist das Thema Netzwerken traditionell sehr wichtig. Wir haben sehr viele Netzwerke bereits im Bestand und denken immer darüber nach, in welchen Themen wir neue Netzwerke gründen können. Und im nächsten Jahr wird es losgehen mit dem Netzwerk Vertrieb. Vor dem Hintergrund dieses für uns klassischen wichtigen Themas unserer Mitgliedsunternehmen haben wir Stefanie Indriak eingeladen für den Februartermin, die als Beraterin für Führung, Selbstmanagement und Vertrieb tätig ist und uns zum Thema emotionale Intelligenz mit Sicherheit als spannende Referentin dann auch zur Verfügung stehen wird. Es ist unheimlich wichtig, dass wir, wenn wir Kunden erreichen wollen, auch gucken, wer sind unsere Zielkunden, wer soll uns finden, wen möchten wir erreichen mit unseren Produkten und unseren Lösungen. Und natürlich ist es so, dass es auch unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Werten und unterschiedliche Generationen mit unterschiedlichen Werten gibt. Und von daher ist es spannend zu schauen, auf welchem Kanal zum Beispiel erreiche ich meine Kundschaft. Wir wollen ja unseren Kunden Sinn stiften. Und wenn wir uns unserer Werte als Anbieter bewusst sind, finden auch unsere Kunden zu uns, weil die dann ein ähnliches Wertesystem haben oder die Werte mit uns teilen. Wir sind mittlerweile ein Reparaturfachbetrieb geworden und haben uns wirklich auf die Reparatur spezialisiert, auf die Nachhaltigkeit spezialisiert und fangen an von Öhmchens Trockenhaube an bis zum Flachbildschirm und den teuren Thermomix. Wir versuchen halt mit wenig Aufwand den Kunden halt eine Reparatur beizubringen, Kunden zu erklären, wie man eine Reparatur durchführt. Und oftmals sind es halt Millimeterbauteile, die kaputt sind. Und das versuchen halt auch der Menschheit klarzumachen, dass man solche ganzen Baugruppen nicht entsorgen muss, sondern Kleinstbauteile einfach tauschen kann. Die Radio-Fernsehtechniker sind ja eigentlich umerzogen worden Richtung Verkäufer. Und das war so für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, das kann so nicht weitergehen. Die Müllberge werden immer größer, wir entsorgen immer mehr. Und dann begann das eben halt mit der Gründung eines Repair-Cafés. Mittlerweile haben wir hier landkreismäßig bei uns 3 Stück schon laufen und bringen den Menschen das Reparieren wieder näher. Ich hatte ein iPad bekommen, wo ein Klinkenstecker abgebrochen war. Und normalerweise hätte man jetzt das Gerät aufgemacht, dann hätte die Buchse ausgelötet, neue Buchse eingebaut und so weiter, aber das kann kein Mensch. So, und dann habe ich irgendwann mit einer Büroklammer gespielt und Feuerzeug in der Hand gehabt und habe das heiß gemacht und reingesteckt und dachte, genau davon drehst du jetzt mal ein Video, stellst das Ganze ein. Und das war so der Werdegang, wo mir die ganzen YouTube-Geschichten angefangen haben und das ist das älteste Video, was ich auch drauf habe und was erstaunlicherweise sehr oft geklickt wird und ich immer wieder feststelle, dass da Bedarf ist und die Resonanzen spielen es ja wieder, ne, mit dem weit über 1 Million Videoaufrufe jetzt. Mein Leitsatz ist Werte schätzen und das ist das, was wir dadurch auch erreichen, dass die Leute einfach wieder lernen, was sie mal gekauft haben, dass es einen Wert hat und nicht gleich für die Mülltonne sein sollte. Und es funktioniert sehr gut und dadurch kriegt man natürlich auch dementsprechend viel Kundschaft, weltweit mittlerweile. Lars Gaus, da ist es gelungen, auch mehrere Kanäle miteinander zu verbinden. Bei ihm war es eher ein Zufall. Douglas als großer Player hat zum Beispiel seine Markenpositionierung so genutzt und sagt, auf der einen Seite schaffen wir ein Wow-Erlebnis für exklusive, hochpreisige Produkte in den Shops. Und auf der anderen Seite kann ich Nachkäufe aber auch übers Internet machen. Das heißt, wenn mein Parfüm aus ist, dann kaufe ich übers Internet. Und so ist Douglas sehr erfolgreich mit der neuen Markenstrategie. Und im IHK-Netzwerk Vertrieb kümmern wir uns auch um erfolgreiche Strategien und schauen, wie wir da unseren Kunden Kauferlebnisse mit allen Sinnen gönnen.